Hallo zusammen und willkommen zum Videotentag 2019. Ja, hat der liebe Patrick aka der Filmangler hat mich getaggt und ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. denn ja, wir sind jetzt hier gerade wirklich am Umziehen, ja, nur am Schleppen tun und machen und ich habe eigentlich gar keine Zeit. Aber ich nehme jetzt mal die Zeit, ich habe mich mal hier hingehockt, hier auf die Terrasse, Balkon oder was das auch immer sein soll. Und mal gucken, ob wir es in einem Rutsch schaffen, wenn nicht nach und nach mal ein paar Schnitte rein. Ja, ja. Zur ersten Frage, kleine persönliche Warm-up-Frage, wie viel Einfluss hat YouTube auf dein Leben? Gelegentlicher Spaß, lockeres Hobby, Zweitjob oder gar Lebensinhalt? Ja, ein lockeres, ja, also ein gelegentlicher Spaß ist es eigentlich gar nicht. Ja, ein lockeres Hobby, mehr oder weniger locker, ja, im Moment ist es gar nicht locker, ja, aber es ist auch schon ein Lebensinhalt schon für mich geworden, denn ich denke mir immer, wenn ich was Neues habe oder bekomme oder wie auch immer, ja, wann machst du ein Video, wie machst du ein Video, man ist fast jeden Tag, mal am gucken, was mit seinem Kanal ist. Also es ist schon eigentlich zum Lebensinhalt geworden, würde ich sagen. Ja? Aber an für sich ein Hobby. Es ist auf jeden Fall ein Hobby. Ja? Man kriegt ja auch kein Geld für oder so. Ja, zweitens. Gibt es noch Filmhelden? Schwarzenegger, Stallone, Willis, Weaver. Damals gab es ikonische Helden, Heldinnen in Filmen, die Garant für Qualität waren. Warum findet man keine jungen Nachfolger auf der großen Leinwand mehr? Oder ist dies ein Irrtum? Ich würde sagen, nein, es gibt keine Helden mehr. Ja? Nee, die waren alle einzigartig. Aber ich würde mal sagen, wir waren damals jung. Ja? Wir waren Kinder, Teenager oder sonst was. Und da waren die halt gerade in. Ja? Und ja, was macht die heutige Jugend? Ja? Wir sehen das halt jetzt alles im Erwachsenen-Dasein und da gibt es diese Helden nicht mehr. Ja? Vielleicht gibt es die wirklich, aber halt in der, bei der Jugend von heute. Ja? Vielleicht haben die ein paar Helden, die genauso sind wie damals Stallone, Schwarzenegger für uns. Ja? Das kann natürlich sein, aber meiner Meinung nach gibt es die gar nicht mehr. Ja, dritte Frage. Trailer. Spoilern zu viel, führen in die Irre, zeigen Szenen, die im Film nicht vorkommen, vermeiden oder egal. Und waren sie damals besser? Sie waren damals... also ich schaue mir gerne Trailer schon immer gerne an. Ich finde schon, dass sie damals besser waren. Da gab es einen Trailer und das war's. Und damit musstest du auskommen. Heute gibt es zig Trailer, die aber auch richtig gute dabei sind. Ja? Spoilern die zu viel? Manche spoilern sehr viel, ja? Manche gar nicht. Ja? Ich finde halt immer so ein Teaser-Trailer ist auch in Ordnung und dann müsste ein Trailer kommen und nicht dann noch zwei, drei, vier. Ja? Und dann führen in die Irre, ja, der Film Wir, ja, den ich ja gar nicht mag, ja, bin ich ja im Kino eingeschlafen. Aber der Trailer hat mich und meine Freundin dazu veranlasst, ins Kino zu gehen. Der war ja mal Bombe, ja. Aber das Endprodukt, nee, also ich habe gedacht, das wäre so ein richtiger Horrorfilm und so, aber nee, war gar nichts, ja. Und zeigen Szenen, die im Film nicht vorkommen, ist mir das erste Mal bei Predators. Nee. Alien vs. Predator war das, glaube ich. Da sitzt die dann, glaube ich, in dem Trailer in irgendeinem Humvee, in so einem Jeep mit einem Gewehr, mit so einer Kanone da, wie Schwarzenegger, wie Stallone in John Rambo. Und dann war da noch eine Szene, da kommen dann auf einmal diese Laser, diese drei. War alles voll. Ja? Da habe ich mir gedacht, wow, das wird ein Film. Ja, man weiß, was draus geworden ist und das war so das erste Mal, wo mir das so richtig aufgefallen ist. Und passiert
immer öfter mal. Ja, weil der Film halt noch nicht final ist. Der Trailer wird, also ein Film wird gedreht. Und der ist ja noch nicht fertig, wenn der Trailer rauskommt. Und dann haben die vielleicht Szenen, die im späteren Film halt nicht, es nicht mit reingeschafft haben. Einer hat es jetzt noch erwähnt, Evil Dead zum Beispiel. Ich glaube, Olli hat es erwähnt, mit dem Evil Dead hier. Ja. Habe ich auch gedacht, wo ist das? Ja, wie ich im Kino saß, wo ist diese Szene? Ja. vierte Frage. Kinoärger, schärfere Regeln im Kino wie Handyverbot und Lärmsecurity. Sollte es das geben oder ist das völlig egal? Da wollte ich eigentlich mal ein extra Video machen mit Kino. Ja? Vielleicht mache ich das auch mal gucken. Ja? Schärfere Regeln, jein. Ja? Also Handyverbot sollte, es sollte gar kein Handyverbot geben. Die Leute sollten das einfach von selbst machen. Ja, man sollte die eigentlich noch mal gar nicht dran erinnern. Aber es ist halt so. Ja, Lärmsecurity, ja, also so das Kruscheln im Popcorn macht mir gar nichts aus oder in den Nachos oder sowas. Das macht mir gar nichts aus. Das gehört zum Film hinzu. Ja, oder wenn einer eine Cola schlürft oder sowas, gehört für mich dazu fürs Kino. Aber das Reden, das ganze Reden, ich will mich doch hinsetzen und will. Natürlich, dann sagst du mal, ja, zeigst du mal deinem Nachbarn da hoch, aber halt doch mal die Klappe, ja. Das geht halt nicht. Ja, und ich würde mal sagen, schärfere Regeln brauchst du da eigentlich auch gar nicht, weil wenn da regelmäßig da ein Security-Mann rumläuft, der darauf achtet dann und dann da steht, hier und dort und zeigt da alles drauf und vielleicht auch noch mit der Taschenlampe oder sonst was, ist, denke ich, meiner Meinung nach noch viel mehr Ablenkung. Ja, man lenkt sich vielleicht noch viel mehr ab, weil da als die Leute rumlaufen, gucken und dann hat einer das Handy an, dann läuft der von unten nach oben oder wie auch immer. Ja, ist schon so gut, wie es ist. Die Menschen müssen sich nur ändern. Deshalb, wenn ich da mal ein extra Video zu Kino drehen soll, vielleicht mache ich das auch mal mit meiner Schwester oder so, dann sagt mal Bescheid. Fünftens, Bootleg, DVD, Blu-rays, gut oder böse? Heldenhafte Aktion, bei den, die den Label zeigt, was die Fans sich wünschen, oder kriminelle Raubkopierer, denen das Handwerk gelegt gehört. Also, Bootlegs sind in erster Linie scheiße. Schlecht, böse, ist auch meine Meinung. Aber ich selbst habe Bootlegs, weil es manche einfach nicht für nötig halten. Ja, ich bin da auch so ein bisschen sauer. Ja? Also mein Beispiel ist zum Beispiel The Texas Chainsaw Massacre, The Beginning. Ja? Wenn du den auf Deutsch haben willst, kriegst du ihn geschnitten. Die nächste Variante, den in deutschem Ton mit den die geschnittenen Szenen sind Englisch, deutsch untertitelt. Aber dann musst du zu einem Bootleg greifen. Anders da geht es nicht. Ja? Da bin ich schon, da bin ich sauer. Ja? Bringt das doch, ihr bringt jeden Scheiß in Österreich raus, ja? Ungeschnitten. Ja? Warum dann sowas nicht? Ja? Und dann greife ich zu einem Bootleg, ja, ganz einfach, ja. Es gibt Filme, die sind einfach noch nicht auf DVD veröffentlicht worden, ja. Oder in so einer geringen Stückzahl, ja, dass du da, was weiß ich, wie viel Geld, 50 Euro für eine DVD vielleicht hinlegst, ja. Da greife ich zum Bootleg, ja. Das ist ganz einfach, ja, weil man will den Film selber haben, ja. Und wenn die den offiziell noch nicht rausbringen, ja, irgendwie will man den haben. Man will ja nicht irgendwie eine VHS schnappen, ja, die VHS reinschieben. Nein, du willst eine DVD heutzutage, mindestens mal, ja, wenn nicht sogar besser, ja, aber eine DVD ist so mal das Mindeste, ja, und dann greift man zum Bootleg. Es gibt natürlich, ich hätte sie dann schon gerne gepresst, ja, und da ist nämlich das Nächste, ja,
mir hat einmal, ich habe mal bei Filmundo einen Film bestellt. Hostel 2 war das damals. Und auf einmal kriege ich eine gebrannte CD. Ja? Ich habe mir gedacht, hallo, habe ich auch nicht bestellt. Ja? Dann war ich sauer. Und da habe ich den hier. Was ist das? Ah ja, ist eine Börsen-DVD. Und ich so, scheiß drauf, auf eine Börsen-DVD. Du hast das und das reingeschrieben. Das möchte ich auch haben. Ja? Und da habe ich dem mit einer Anzeige gedroht. Ja? Und was hat er mir geschickt? Er hat mir dann die Unseen Edition geschickt. Auf Blu-ray ist natürlich auch ein Bootleg, ja, aber die war gepresst. Und da habe ich mir gesagt, okay, die nehme ich. Aber nicht irgendeinen gebrannten Scheiß. Ja. Hier die Amateurfilme. Ja. Alle Amateurfilme oder Underground-Filme, die wohl nicht das Geld dazu haben, das pressen zu lassen. Da sage ich nichts dagegen. Ja. Die sollen das ruhig brennen. Ja. Es ist teuer sowas, klar. Aber wenn ich hier auf eine Börse gehe, möchte ich was Gepresstes haben. Ja. So, sechste Frage. Aktuelle Zensurpolitik in Deutschland. Auf und ab wie starker Wellengang. Erst eine Welle von Listenstreichungen, Neuprüfungen, dann aber Zensur von Filmen wie Brawl in Cell Block 99 oder Avengement etc. Was steckt deiner Meinung nach dahinter? Ja, es ist halt wirklich... ich würde sagen, da steckt vieles Internet dahinter. Damals hatten wir kein Internet, da war alles Mögliche, boah, harter Tobak. Tanz der Teufel, beschlagnahmt, jetzt ab 16 und so weiter und so fort, ja? Und das Internet macht die Jugend heutzutage ein bisschen, ja, nicht mehr so... Mir fehlt das Wort. Luschehaft, ja. Die können sich doch alles angucken, ja. Die kriegen da die ganzen Creepypastas und alles, ja, die voll gruselig sind. Die haben brutale Videospiele, da wo die überall rankommen. Man kommt doch heutzutage überall ran. Und wenn man nicht an die Spiele kommt, guckt man sich ein Let's Play an und hat es genauso, ja. Da kommt man nämlich ran. Und das sind so, denke ich mal, dass die... auch die bei der FSK, dass die da sagen, okay, es geht immer bergauf und dann sind halt ein paar Filme, wo man sich damals gesagt hat, das ist auf jeden Fall ein Beschlagnahmefilm, ist heute ab 16. Ja. Da spielen viele, viele Faktoren mit rein. Shaun of the Dead, da wird jemand am Ende zerfleischt, ja, war bei Dawn of the Dead Beschlagnahmegrund, ja, Shaun of the Dead 16er, weil das halt ein eher auf eine Komödie gehalten ist, da fließt so viel hinter und wer dann in der juristischen Kommission dann noch sitzt, ja, muss mal Glück haben oder Pech, je nachdem wer da alles drin sitzt, das ist ein ganz kompliziertes Thema. Habe ich mich mal ein bisschen befasst, aber da müsste ich mich noch mal ein bisschen mehr mit befassen. Ja, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, da müsste ich mich noch ein bisschen mehr mit befassen. Deshalb gehen wir gleich mal zu Frage 7, deutsche Release. Es gibt Filme, die nie eine deutsch synchronisierte Veröffentlichung erhalten haben. Vor allem aus dem Horrorbereich. Was ist da deine Meinung? Und gibt es Wunschfilme, auf die du noch hoffst? Ja, es gibt vielleicht ein paar Filme, also ich habe jetzt keinen Wunschfilm, wo ich sagen würde, nö, gibt's nicht. Ja, ich habe eigentlich alles, was ich kenne, was ich will, ist eigentlich alles deutsch synchronisiert. Und ich denke, es sind halt auch ein paar Filme, wo die sagen, nee, die will auch keiner sehen, die wird sich auch keiner kaufen oder sowas. Gerade Olli hat es gesagt, die japanischen oder chinesischen oder was auch immer. Da wird viel halt im Originalton gelassen und ist auch völlig okay. Ja, ich hätte es auch gern schon auf Deutsch, aber
das ganze Geld für die Rechte halt draufgehen oder sowas. Und manche Filme will wahrscheinlich auch keiner sehen, ja. Weil mir fällt jetzt keiner ein, der nicht synchronisiert wurde. Fällt mir echt keiner an. Ein. So, achte Frage. Stars auf Conventions, Geld zahlen für Autogramme, Fotos und Händedrücken. Geldmacherei oder sinnvoll? Ja, auf jeden Fall, das ist keine Geldmacherei, das ist schon sinnvoll. Man trifft die Stars, weil ich war letztes Jahr das erste Mal auf dem Weekend of Hell, das erste Mal eine Convention. Und das ist der Hammer, dass man seine Stars aus den jungen Jahren oder jetzt die jetzigen Schauspielerstars einfach mal sehen kann, mal die Hände schütteln kann, mal zwei, drei Worte schwätzen kann, ein Foto machen kann. Es ist klar, ja, das soll ja nichts kosten, also das soll ja nicht umsonst sein, ja. Die fliegen von Amerika oder sonst woher, fliegen die hier rüber, haben hier ein Hotel, ja, setzen sich den ganzen Tag dahin, ja. Das muss natürlich entlohnt werden, ja, ist ganz klar. Und ich finde es eine gute Sache und ich werde das mein Leben lang, ja, jetzt weitermachen, dass ich da regelmäßig hingehe. Vielleicht mal lässt man mal eine ausfallen oder so, aber nee, das ist richtig, richtig genial. Wer das noch nicht mitgemacht hat, der muss das unbedingt mitgemacht haben, ja. Egal ob eine hier Weekend of Hell, House of Horrors, eine Horror-Convention oder eine Comic-Con, mega genial, ja. Und da sollen die schon ihr Geld für kriegen. Neunte Frage. Qualität in Hollywood. Remakes, Reboots, Sequels, Prequels ohne Seele. Völlig egal oder kaum noch erträglich. Wenn dagegen, Lösungsansatz. Fangen wir mal so an. Ja, ich war noch nie Fan von Remakes, Reboots oder sonst was, weil die waren doch alle mehr als schlecht. Ja, sagen wir mal schlecht. Der ein oder andere war phänomenal oder richtig gut. Hills Have Eyes, das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter ist auch ein Remake, ja. Richtig geil, ja. Total Recall hatte Patrick auch, glaube ich, genannt. Ist ein richtig guter Film, ja. Ist anders da, aber gut, ja. Aber dann gibt es halt auch so viele, wo ich sage, nee, muss das sein, ja. der neue Chucky, ja. Nee. Sowas werde ich mir nicht angucken. Aber nach einem Lösungsansatz da zu gucken, weil die, sagen wir es mal so, die ganzen Hollywood-Studios, die sagen sich, hey, da kommt einer an, gibt ein Drehbuch ab und sagt, hey, guck dir das mal an, ja. Und die sagen dann, ja, hört sich gar nicht mal schlecht an, aber guck mal hier haben wir einen neuen Marvel-Film. Einen neuen Alien-Film, einen neuen Predator, einen neuen Chucky, einen neuen bekannte Marken, ein bekanntes Franchise, ja. Und da sagen die, hey, hiermit können wir auf jeden Fall Geld machen. Bei deiner Idee, so lala. Und deshalb drehen die auch immer weiter, ja. Und manchmal ist es auch eine Sache von, die ganzen Verträge, ja, die Rechte an den Filmen, die laufen ja auch irgendwann aus, ja. Und dann ist das ja auch irgendwie sowas, die müssen irgendwie so und so in so einem Abstand einen Film drehen. Ansonsten gehen die Rechte wieder zurück oder sowas. Sowas habe ich irgendwie mal gehört, ja. Und da müssen die halt auch irgendwie was machen damit. Aber ein Lösungsansatz. Ich habe ja jetzt gelesen, dass... Wer war das?
keine Ahnung. Der Robocop wird ja jetzt neu gemacht, ja. Und der soll ja das gleiche Outfit haben wie der aus den 80ern, ja. Und da sage ich mir, hey, das wird gut, ja. Das wird bestimmt gut, ja. Und so Sachen, ja, ein Remake, ein Reboot, aber original wie damals, ja. Na klar, es muss einem jüngeren Publikum auch mal schmackhaft gemacht werden. Und aber für die alten Hasen, die die Filme von früher noch kennen, für die ist das gar nichts mehr, ja. Für das jüngere Publikum schon eher, ja, aber für uns alte Hasen, nee, gar nichts. Und da gibt es nur einen Lösungsansatz meinerseits. Benutzt die alten Sachen, ja, das Altbewährte, und dann müsste es eigentlich laufen, ja, eigentlich. So, und jetzt Frage Nummer 10, die letzte Frage, Political Correctness, wie ist deine Meinung zum aktuellen Einfluss der SJW und Third Wave Feminismus Scene in der aktuellen Kinowelt und Unterhaltungsindustrie allgemein? Es betrifft hier auch Comics, Games etc. Comics lese ich nicht. Games. Ich bin Nintendo-Kind, da ist es mir noch nicht aufgefallen. Und ja, mir ist es allgemein noch gar nicht aufgefallen. Ja, es gibt halt viele Filme, die dann, wo halt viele Frauen mitspielen. Also jetzt auch, fange ich jetzt auch mal an mit Ghostbusters. Bei mir ist es nur anders. Ich habe Ghostbusters den dritten, den mit den Frauen, habe ich nicht gesehen, weil er mich, also ich will mir irgendwann mal anschauen, das ist klar, aber mich hat er irgendwie in erster Linie nicht gereizt, nicht wegen den Frauen, sondern wegen dem Humor der Frauen, ja, weil mich der gar nicht anspricht, der Humor spricht mich nicht an, ja, aber ansonsten kann ich mir trotzdem vorstellen, dass das ein guter Film sein könnte, ja. Und dass hier jetzt irgendwie viel Frauen oder sowas, oder ja, allgemein, dass der Feminismus da Einzug erhält, fällt mir persönlich gar nicht auf. Entschuldigung. Mir ist nur aufgefallen, dass halt, also was heißt aufgefallen, das ist ja schon klar, es werden halt immer mehr Chinesen gezeigt in Filmen, damit die auf dem Chinesischen, weil es kommen ja nur so und so viele Filme rüber nach China, von Hollywood rüber nach China zum chinesischen Markt, und die müssen ja irgendwelche Kriterien erfüllen, und das bedeutet, da muss halt, es darf kein Chinese, darf nicht der Bösewicht sein, die müssen gut dargestellt sein und ja. Und da kommen halt ein paar mehr Chinesen jetzt ins Hollywood-Kino, ja, damit die halt auch in China gezeigt werden können. Das ist halt, ist halt jetzt allseits bekannt, dass das so ist, ja. Das ist mir halt, das fällt mir halt auch immer mehr auf, ja. Aber von den Frauen her, es gibt schon immer Frauen, die Helden sind. Fällt mir jetzt nichts auf, ja, kann ich also, und außerdem habe ich mich da auch noch gar nicht, weil mich das Thema ist mir, ist nicht meins, ja, und deshalb habe ich mich da auch gar nicht so großartig mit dem befasst, ja. Ja, das waren die 10 Fragen, richtig schöne Fragen, muss ich sagen. Hat mir auch jetzt Spaß gemacht, auch hier die 2-3 Unterbrechungen, wo wir jetzt hatten, aber wie gesagt, wir sind ja mitten am Umziehen und tut mir leid wegen dieser, ja, wegen der kahlen Wand, dass ihr nichts zu sehen habt außer mich. wird sich aber ändern, und ja, was habe ich noch zu sagen? Irgendwas hatte ich zu sagen. Ist weg. Es ist weg. Dann machen wir Schluss, ja. Und wenn ich noch irgendwas zu sagen habe,
werde ich das in einem anderen Video oder so mal erläutern, was da war. Ansonsten, ja, war es das. Vielen Dank, Patrick. Ach, ja, seht ihr? Da ist es wieder. Ja, und jetzt weiß ich natürlich, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, jemanden zu taggen. Ja. Ja, ich tagge. Oh, ich habe auch noch gar nicht alle Videos von denen gesehen. Ich weiß gar nicht, wer alles überhaupt schon getaggt wurde. Wird schwer. Nehmen wir mal Hannes TV. Dich tagge ich. Weiß nicht, ob du schon getaggt wurdest, aber von mir dann auch. Dann tagge ich Splatterpassion 2401. Auch du bist getaggt. Und ja, nehmen wir noch einen dritten dazu. Ich glaube zwar nicht, dass du zuguckst, aber ich sag jetzt einfach mal der Zimmi, ja? Zimmi, auch du bist getaggt. Mach mit, würde mich freuen, wenn ihr alle drei mitmacht. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.